So, hallo, wir machen weiter. Bei Ori and the Blind, and the Will of the Wisps. Letztes Mal haben wir Doppelsprung bekommen. Wir haben einige Splitter gefunden. Wir können jetzt Wände an Wänden klettern, sozusagen, so kleben. Wir haben... Was haben wir noch? Wichtiges, ja, unsere Waffe haben wir bekommen. Natürlich, das war auch in dem letzten Part. Wir haben gegen den großen Wolf gekämpft, der noch... noch richtig auf die Mütze bekommen muss. Und sind jetzt ein bisschen am Backsteppen schon mal, dass ich das nicht später alles machen muss. Und zwar, ja, hierhin sind wir zurückgesteppt. Wir waren also hier unten überall so. Das haben wir alle schon abgehakt. Das hier muss ich mir merken. Das sieht aus, als ob es da noch weitergeht, aber da geht es nicht weiter. Zumindest aktuell nicht. Vielleicht kommt da noch irgendwas, aber da geht es nicht weiter. So. Ich denke, weiter geht's am Ende hier. Bin mir noch nicht sicher. Hier sind 3 Millionen Wegweiser. Da geht es auf jeden Fall auch noch weiter. Aber jetzt möchte ich erstmal hier dann hoch zurückgehen und da noch mich umschauen mit dem Doppelsprung, was wir da noch alles machen können. Genau. Warum hier übrigens das Ding ist, weiß ich nicht. Da ist so ein Knochenteil. Aber was das darstellt, hier auch übrigens nochmal, bin ich mir noch unschlüssig. Vielleicht kann man da später... Da kann man später Stampfattacke machen. Das ist markiert für die Stampfattacke. So wird's sein. Ja, das ergäbe Sinn. Okay, Lupo, was hast du mir zu erzählen? Manusch. Sei gegrüßt, ich bin Lupo. Kartograf der... Oh. Können wir hier die Karte kaufen und dann mehr aufdecken oder sowas? Das war ein ganz schöner Sturm. Hat meine Karten tropfnass gemacht, also bekommst du sie zum halben Preis, ja? Schließlich heißt es, du würdest nach einer Freundin... Okay, es ist eine Sie. Und was wäre dafür besser geeignet als eine Karte? Ja, her damit. Arschnack. Arschnack. Wusch. Okay, was grau ist, haben wir noch nicht betreten. Und jetzt sehe ich auch, dass hier hinten nichts mehr ist. Sehr schön. Und jetzt sehe ich auch hier, mit Stampfattacke kommt man hier durch. Na, okay, okay, sehr gut. Und hier wäre es tatsächlich nicht weitergegangen. Hier ist doch, hier ist ein kleiner, aber nur ein ganz kleiner Weg, der noch weiterführt. Okay, okay. Hier habe ich noch was übersehen, das müssen wir noch aufdecken. Sonst wird es immer zubleiben. Und ja, hier sind wir noch bewusst noch nicht weitergelaufen. Da wäre direkt wieder ein Baum, okay. Dann geht's hier hoch und dann geht's hier rüber. Okay. Also, ja, wir müssen mal gucken. Ich will aber, wie gesagt, erstmal so ein bisschen diese kleinen Sachen aufdecken, dass wir das nicht später dann übrig haben. Okay. Aber dann muss ich halt tatsächlich schnell mal zurück und das hier machen. Gut. Danke, Lupo. Ein Name kann gefährlich sein, weißt du? Zum Beispiel der Name dieses Ortes. Tintenmoor. Ich habe versucht, mit diesem Wasser meine Karten zu zeichnen und naja, reinste Papierverschwendung. Hast du diesen gefiederten Wanderer hier gesehen? Tok nennt er sich. Tok war einst auch ein guter Kartograf, vielleicht sogar der Beste. Ich habe viel von ihm gelernt. Nur hat er ständig den Kopf in den Wolken. Gerüchte, Legenden, die Vergangenheit. Wenn du mich fragst, dreht sich in der Kartografie alles um Gegenwart. Veraltete Karten benutze ich zum Feuermachen. Okay, jetzt wiederholt sich's. Aber man sieht, es ist doch sinnvoll, Leute öfter anzusprechen. Okay. Gut, dann nochmal... Oh, die Sonne. Dann nochmal hier runter und nach rechts weiter. Ach, okay, und hier komme ich noch nicht hoch. Hier komme ich noch nicht hoch. Da muss ich mit diesen Lampen interagieren können. Komme ich hier wenigstens? Komme ich hier auch noch nicht hoch? Ach doch, von hier bin ja blöd. Ich bin ja doof. Natürlich komme ich hier hoch. So. Wo ist jetzt das Ding, was ich noch nicht machen konnte? Ach, das ist noch viel weiter drüben, okay.
Stimmt, das haben wir ja alles, die Verfolgung mit von Growl oder wie der Typ hieß. Das war ja alles der Teil. Da drüben haben wir gegen ihn gekämpft. Genau hier haben wir gekämpft. Ah, und jetzt komme ich hier hoch. Okay, alles klar. Oha. Gefährliche Sprünge. Okay, was geht da unten ab? Weil mehr als das ist hier ja nicht, ne? Ja. Vorsichtig. Okay. Fangzahn von... Oh, Hole heißt er. Okay. Eine ausgezeichnete Trophäe für einen tapferen Moki. Okay. Mehr ist hier nicht, ne? Doch, ich kann noch da hoch, aber da komme ich jetzt noch nicht hin. Scheiße. Aber man sieht, dass da noch was ist. Ja, aber da komme ich noch nicht hin. Ah, nein. Nein, 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 nein. Ach so, wir haben noch Regeneration gelernt letztes Mal. Stimmt, hier, zack. So. Oh, das regeneriert komplett. Ja, crazy. Ja, aber da komme ich noch nicht rüber. Da muss ich noch einen Doppel-Doppel-Doppel-Vielfachsprung können. Okay. Aber wir sehen es ja auf der Karte, da es ausgegraut ist. Dass ich da noch nicht hin kann. Ich überlege nur gerade, kann ich da irgendwie hoch? Nee, okay. Gut, gut. Dann wieder zurück. Und den Fangzahn haben wir ja. Okay, alles klar, Ori. Tob dich aus. Ist in Ordnung. Oh, Moki. Was ist mit dir los? Bist du ein Geist, ein erzitterter Geist? Du suchst Mock, du stehst Mock dem Mutigen gegenüber. Nee, tue ich nicht. Ich klinge nicht zu überzeugen, ich weiß, aber ich bin mutig oder zumindest wäre ich das mit einer Trophäe. Hey, ist das ein echter Fangzahn von Hole? Der würde die perfekte Trophäe abgeben, danke. Ich habe noch nicht gesagt, dass du ihn kriegst, aber ist okay. Ich bekomme dafür Erz, gut. Alles klar. Gib Mock dem Mutigen den Fangzahn von Hole. Sei still, Geist. Ich übe die epische Geschichte über meinen Kampf mit Hole ein. Okay. Alles klar. Dann heißt du wohl doch Mock. Gut, Mini-Quest abgeschlossen. Können wir gleich weiterziehen. Sehr schön. Genau, dann haben wir jetzt hier alles gemacht. Hier ist auch alles gemacht. Also bis auf die Stampfattacken-Geschichten. Und da komme ich noch nicht hoch. Hier unten sind 3 Millionen Wege. Die gehen wir noch nicht. Wir gehen erstmal hier rein, diesen Gang. Das hier oben können wir vielleicht aufdecken. Dann das hier können wir vielleicht aufdecken. Dann würde ich hier noch soweit alles aufmachen. Und dann würde ich mich hier in dieses Gebiet begeben, weil da ist auch noch einiges. Ich würde nämlich, also ich würde versuchen, solange es geht, in einem Gebiet zu bleiben, bevor wir von einem Gebiet ins nächste rennen. Das macht meistens immer alles durcheinander bei so einem Spiel. Und das will ich nicht. So. Okay. Jetzt. So, okay. Dann geht's jetzt da oben weiter nach links. Karte haben wir gemacht. Ist also sehr wichtig, die Karten, um diese ganzen Geheimgänge zu sehen. Das kann man nur... Oh, ich komme hier noch nicht hoch. Okay, hier komme ich auch noch nicht hoch. Aber das bleibt ja dann ausgegraut. Ja, okay, alles klar. Und jetzt sind wir wieder am Startgebiet.
Genau. Und da bin ich damals auch noch nicht reingekommen, weil da das Holz davor war. Und jetzt kommen wir hier rein. Dann gucken wir uns doch mal hier um. Oh! Nice! Belastbarkeit. Okay, was kann ich damit? 10% weniger Litern Schaden. Ja, her damit. Und ich komme hier noch nicht durch, weil dafür muss ich wahrscheinlich durch das Giftwasser schwimmen können. Beziehungsweise... Vielleicht kann ich es ja irgendwie säubern oder so und dann kommt man da durch. Aber ich schätze, aktuell geht da noch nichts. Ja. Da bekommt man viel zu schnell Schaden. Okay. Dann geht es da noch nicht weiter. Ja, ist doch gut. Dann... Hier drüben wird es wahrscheinlich weitergehen. Hier hoch komme ich wahrscheinlich auch noch nicht, ne? Nee, das wird irgendwas vielleicht mit den Dingern zu tun haben, wie man da hochkommt. Keine Ahnung. Aber die habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Ja, hier ist auch noch nichts. Okay, dann gehen wir aber jetzt kurz mal nach links. Das wollte ich ja schon am Anfang des Spiels machen. Und dann durfte ich nicht mehr. Mal schauen, wie weit ich gekommen wäre. Weil so weit hätte ich noch laufen können. Ja, so weit wäre ich gekommen. Okay, hier kann ich irgendwie runter. Aber irgendwie auch nicht. Okay. Ah, weil ich da schwimmen muss. Okay. So weit wäre ich noch gekommen. Hier drüber wäre ich schon nicht mehr gekommen. Okay, komme ich auch so nicht. Da wäre ich noch hingekommen. Hier hätte ich auch noch hochklettern können. Vielleicht wäre da aber auch eine Wand gewesen damals. Okay, hätte sein, weiß ich nicht, hätte sein können. Dass ich hier, weiß ich nicht, vielleicht. Aber da muss ich auch wieder schwimmen können. Okay, das kann ich jetzt noch nicht. Also schwimmen kann ich schon, aber nicht durch dieses Zeug. Hoppala. Gottes Willen. Mein Herz. Ist es jetzt im Wasser gelandet oder ist es weg? Okay, ist einfach weg. Bin gerade leicht erschrocken. Mach doch nicht sowas mit mir, Spiel. Okay, da ist nichts mehr. Und wir kommen, haben wir schon gesehen, wir kommen zu einem neuen Fragment. Oh, okay. Zu einem neuen Fragment von Dings. Das ist da, da unten war eins. Das können wir uns jetzt schon mal holen, ne? Ja, perfekt. Nice. So. Oh, komme ich da überhaupt hoch? Nein, da komme ich nicht hoch. Da muss ich mit dem Ding hoch. Wenn ich diese Schussfähigkeit wieder habe, muss ich mit dem Ding hoch. Okay. Kann ich noch nicht machen. Aber runter müsste ich können. Nee, da ist auch dieses Wasser. Okay, ja, dann hat sich's erledigt. Dann hat sich der Weg hier komplett erledigt. Dann geht hier gar nichts mehr. Okay. Na. Ja, okay, alles gut, nichts passiert. Okay, dann geht hier gar nichts mehr und wir können weiter. Ah, wie komme ich da? Ah, das ist auch über Schwimmen. Ja, da ist auch so Wasser, okay.
Vielleicht müssen wir ja Hole besiegen, damit dieses Wasser sich wieder beruhigt. Man weiß es nicht. So. Und jetzt kommen wir in ein riesiges Gebiet. Ja, ein riesiges Gebiet. Da wären Bäumchen, aber ich glaube... Ah, vielleicht komme ich schon hin. Mal gucken. Aber ich fürchte fast, erst kommt wieder ein Kampf. So groß, wie das hier ist. Da ist auf jeden Fall jemand. Bist du auch wegen der Aussicht hier? Herrlich, oder? Der Brunnenquell in all seiner Pracht. Eine ganze Generation Moki ist alt geworden, seit sich die Mühlenräder zum letzten Mal drehten. Okay, who is that? Was tut Shriek denn so weit hier draußen? Irgendetwas muss sie aus ihrem Nest gescheucht haben. Irgendeine Bedrohung vielleicht? Doch wohl nicht du, oder? Du siehst harmlos aus. Das sollten wir ändern. Wie es der Zufall so will, bin ich ein Waffenmeister. Fähigkeit verbessern. Okay, cool. Ja, her damit. Okay, das wird teuer. Okay, am Ende kann man 12 Fähigkeiten verbessern. Die anderen sind dann sozusagen fest. Ach nee, hä, wait. Das ist was ganz anderes. Flamme verwendete Energie. Geisterstern. Wirf einen Stern, der zu dir zurückkehrt. Den habe ich noch gar nicht, oder? Das ist eine Geisterkugel. Das habe ich noch gar nicht. Diese Fähigkeit wurde nicht entdeckt, ja, aber die doch auch nicht. Starker Rundumschlag zerstört instabilen Boden. Zerstört instabilen Boden? Ich kann hier die Stampfattacke lernen? Oder wie? Oha! Stimmt, das war noch Rabatt, ne? Wenn du deine Fähigkeit verwendest, gibt es einen Geisterschrein nicht weit von hier. Der perfekte Ort, um dich zu beweisen. Unsere Wege werden sich wieder kreuzen. Halt bis dahin deine Waffe bereit und deinen Himmel im Blick. Hier ist ein Schrein. Okay, was? Da unten lang. Aber habe ich jetzt... Ja! Hier! Ich hab eine neue Waffe. Ist das jetzt meine Stampfattacke? Also funktioniert die auch? Weil wenn ja... Es tut mir leid, aber wenn ja, müssen wir jetzt zurück. Dann müssen wir jetzt zurück. Dann machen wir das gleich. Aber das war jetzt ja nicht mal verbessern. Das war ja Fähigkeit kaufen. Krass. Das heißt, die kann ich schon alle kaufen. Mit 800 sozusagen. Okay. Und das sind dann... Das sind dann nochmal Waffen, die man wechseln muss, weil ich kann ja nur 3 Waffen einsetzen, ne? Okay, krass. Oh, ach, und wenn ich eine kaufe, kann ich die nächste... Ah, dann schalte ich die nächste frei. Deswegen kann ich jetzt die hier theoretisch, Schockschlag, verursachen eine Schockwelle, okay. Ach so, das ist ein Effekt von dem. Ich verstehe. Das sind Effekte... Okay, jetzt kapiere ich es. Das ist der Anfang und das ist dann der Effekt dazu oder so ungefähr. Krass. Ah, das wird ordentlich teuer. Das wird ordentlich teuer. Okay. Yo. Also habe ich dann 6 Hauptwaffen und dann noch Fähigkeiten dafür. Oder so ähnlich. Okay, ja, aber es tut mir leid. Wir müssen jetzt darunter. Wir müssen jetzt wieder darunter. Ich muss das ausprobieren.
Yo. Jetzt. Bam. Nice. Okay, gefällt mir. Gefällt mir sehr gut, die Attacke. Oh mein Gott. Okay. Aber ich will mich jetzt nicht ewig aufhalten. Wir rennen jetzt hier durch. Klare Sache. Bin ich richtig? Ja. Ja, hier muss ich schon erst noch durch. Okay. Und jetzt runter. Nee, hier noch nicht. Hier runter. Dann können wir gleich beim Knochen ausprobieren. Genau. Oh mein Gott, wie gut. Ja, wie gesagt, sowas machen wir lieber gleich, bevor ich dann später mal alles zurücklaufen muss und noch viel weiter weg bin. Hier ist auch Gorlek-Erz. Okay, cool. Können wir noch nicht nutzen, aber wird. Es gibt ja 40 Stück davon, das heißt, je mehr wir jetzt schon finden, umso besser dann, wenn wir es brauchen. So. Und jetzt einfach wieder gerade runter. Okay, sehr gut. So, dann ist das nämlich jetzt, genau, da einfach hier runter. Hier. Bam. Geil. Sehr nice. Oh nein. Kampfschrein? Oh, was habe ich denn jetzt gefunden? Ein Kampfschrein, ja, okay, let's go. Das sind Arenenkämpfe. Schauen wir doch mal, was wir da freischalten, wenn wir das schaffen. Okay, Level 2. Oh, der explodiert. Okay. Alter. Okay. Okay, nice. Und tschüss. Oh, das Viech da oben ist noch da. Oh. Da sind jetzt ein paar mehr aufgetaucht. Energie, Energie. Scheiße. Zu langsam regeneriert. Okay, nochmal. Stufe 1. So, Stufe 2. Heilen. Weg mit dir. Okay. Heilen. Sehr schön. Jetzt kommen wieder die vielen Kleinen, ne? Ja. Ja,
Die haben mir gerade böse gegeben. Aber jetzt weiß ich ja, was los ist. Mit ein bisschen mehr Aufsicht und Vorsicht sollte das klappen. Okay. What now? Stufe 4. Oha. Oh Bruder. Oh Bruder. Kann ich mich hier erstmal heilen? Heilen? Okay. Sheesh. Das war's. Oh mein Gott. Splitterplatzverbesserung. Du kannst jetzt mehr Splitter auf einmal anlegen. Finde weitere Splitter. Okay. Bei diesen Arenen gibt es Verbesserungen. Krass. Ja, okay. Aber ich habe gar nicht mehr, was ich anlegen will. Alter, übel. Üble Geschichte. Aber wenn ich jetzt nochmal beginne, was passiert dann? Okay. Aber was würde ich jetzt bekommen, wenn ich es nochmal schaffen sollte? Oder ist es jetzt schwieriger geworden? Aua. Nicht geschafft. Also ist es jetzt schwierig, wird es jetzt schwieriger oder kam es mir nur so vor? Ich glaube, es sind mehr auf einmal, oder? Ich glaube, es ist mehr los. Das bilde ich mir doch nicht ein. Okay, weg, 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 weg. So. Stufe 3. Genau, diese Mistviecher. Das sind auch mehr, oder? Heilen und Stufe 4. Nein. Vorsicht. Okay, geheilt. Okay, weg mit dir. Okay, dann gibt's... Okay, wenn man es nochmal schafft, gibt es dann ordentlich Geld. Okay, alles klar. Gut. Ja, das war krass. Gut, dass wir hier runter sind, würde ich sagen. Sehr gut. Okay. Halt, so. Dann können wir jetzt wieder bis ganz nach oben. Das ist halt leider so, ne? Jetzt müssen wir halt den gesamten Weg nach oben wieder gehen. Aber dafür haben wir jetzt hier unten die Sachen schon abgeschlossen. Gehen wir kurz speichern. Nee, das ist mir schon wichtig, dass wir das gleich machen. Was geht, gleich machen. Gerade solche Zusatzgeschichten. Gerade solche Zusatzgeschichten möchte ich schon so bald es geht machen, wie möglich. So. Jetzt würde mich mal interessieren, Schnellzugriff.
Also weder Geisterprüfung noch Zeitprüfung haben wir jetzt hier. Das sind Erinnerungen. Okay, dann kann ich hier noch nicht schnell zugreifen. Das ist dann irgendwas anderes. So. Okay. Ah, ich komme, ich muss nicht, ich muss wieder, ja, ich muss komplett außen rum. Okay. Na dann, auf geht's. Gehen wir komplett außen rum. Hoppala. Aber dieser Knochen jetzt zum Beispiel ist irrelevant. Der wurde ja auch nicht auf der Karte eingezeichnet. Okay, alles klar, das ist nur Deko. Du machst gleich mal einen Abflug, denn nicht, dass du mich wieder ärgerst wie vorhin. Das war frech. Okay. Aber wenn ich jetzt was anderes gekauft hätte, dann hätte ich jetzt noch nicht die Stampfattacke erlernt, oder wie sehe ich das? Das heißt, man muss schon ein bisschen darauf achten, was man tut. Sonst kann man manche Sachen noch nicht gleich machen. Quass. Crazy, crazy. Aber man ist ja zum Glück schnell wieder oben. Ich hoffe trotzdem, dass wir irgendwann sowas wie eine Schnellreise oder so bekommen. So. Okay, noch ein bisschen. Ach ja, hier komme ich noch nicht weiter. Das war ja der Quatsch. Okay. Aber jetzt kommen wir weiter. Er hat ja auch gesagt, hier ist noch irgendeine Prüfung in der Nähe, ne? Kein Rabatt mehr, schade. Aber ich meine, schaut euch das an, ne? Kugel, die für mich angreift, ist klingt cool, aber das hätte mir keine Stampfattacke gebracht. Das bringt mir auch keine Stampfattacke. Wirf einen Stern, der dir zurückkehrt. Nichts davon. Ich meine, Flamme vielleicht irgendein... aber nichts davon schaltet mir Dinge frei. Nur das hier. Ja gut, dass ich es gelesen habe. Oh, Stachel zerstört auch instabilen Boden. Okay. Beide hätten. Also da wäre es bei beiden gewesen. Okay. Na gut. So. Und die Arena, die er meinte, ist hier drüben, ne? Genau. Also der Schrein. Dann gehen wir jetzt hier unten noch längs. Bis davor und dann gucken wir mal. Okay, erstmal nach links. Aha.
Was bist du denn? Wird mir noch nicht erklärt, okay. Dann müssen wir das erstmal so stehen lassen. Und gehen nach unten. Okay. Halt, stopp. Jawohl. Großes Geisterlichtgefäß. Okay, da gibt es dann ordentlich Kohle für. Okay. Da oben ist doch auch was. Ein Gorlek-Erz. Nice. Gut. Ja, da hoch kann ich. Aber da komme ich wahrscheinlich noch nicht ran. Na, das sieht nicht gut aus. Oh, vielleicht komme ich doch schon ran. Können wir gleich mal ausprobieren. Wir gehen erstmal kurz unten lang. Okay, hier geht es nicht weiter. Da oben ist wieder ein großes Geisterlichtgefäß. Komme ich da hoch? Ja, doch komme ich. Okay, sehr gut. Komme ich ran. Eis. Oh. Mit Gegner, der in die Mütze, auf die Mütze bekommen will. Hier ist nichts, Männer. Nein, sehr schön. Hier ist noch der Boden zum Kaputtmachen. Aber auch nur für was ganz Kleines. Jawohl. Aber was sehr Wichtiges, ganz Kleines. Das war nämlich, ach so, genau, das war nämlich dann die zweite Lebenszelle, die uns wieder gegeben wird. Oh. Okay, ich komm doch schon rein. Das ist eine Energiezelle. Jawohl. Also halt ein Fragment. Es gibt immer zwei Stück und dann, ne? Haben wir verstanden. Gerücht untersucht. Ja, hier ist tatsächlich was. Das ist wieder ein Kampfschrein. Oh no. Oh no. Ja gut, dann probieren wir den auch nochmal aus. Stufe 1. Stufe 2. Schade. Bam. Okay. Stufe 3. Ach, das war's schon. Nice. Einfach so schnell noch eine Splitterplatzverbesserung mitgenommen. Ja, cool. Sehr gut. Dann können wir ja langsam noch viel mehr Splitter ansetzen. Okay. Dann würde ich aber sagen... Ja, hier gibt es noch viel, viel, viel zu tun. Würde aber sagen, wir schließen den Part ab. Wir sind schon wieder bei 40 Minuten, ne? Ja, Tatsache. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.
und sage Tschüss.